Seine Unterschrift ist auch beim VfL Wolfsburg heiß begehrt, obwohl es abseits des Platzes ruhig geworden ist um Niklas Bendtner. Denn bei den sogenannten Wölfen geht es bodenständig zu, wie hier bei einer Unterschriftenaktion des gesamten Teams für Fans. In der Arbeiterstadt, Zentrum des deutschen Autobaus, kann sich der extrovertierte Ex-Arsenal-Profi ganz auf Fußball konzentrieren. Am Dienstag im Duell gegen Manchester will Niklas Bendtner erneut für rein sportliche Schlagzeilen sorgen. Viermal hat der Däne in dieser Saison bereits für Wolfsburg getroffen. Im Spitzenspiel der Gruppe B soll jetzt der erste Champions League-Treffer für die Wölfe gelingen. Ach, ich erwarte ein verrücktes Spiel. 30 Freunde von mir werden im Stadion sein. Alles ManU-Fans. Damit musste ich schon leben, als ich noch bei Arsenal gespielt habe. Ich glaube, es wird ein wirklich tolles Spiel für die Fans. Für Wolfsburgs Julian Draxler und André Schürrle ist das Spiel am Dienstag auch ein Wiedersehen mit ihrem Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger. In Brasilien wurden alle drei gemeinsam Weltmeister. Für den früheren Chelsea-Profi Schürrle kein Grund für Geschenke. Er hat schon fast jede Situation miterlebt im Fußball und so unglaublich viel erreicht. Und er hat einfach so eine Ruhe auf dem Spielfeld. Er lenkt die Spiele, er ist taktisch unglaublich gut und total ballsicher. Von daher müssen wir schauen, dass wir ja, gerade ihn auch im Griff haben und ihm keine Freiheiten geben. Beim 2:0-Erfolg gegen Moskau war Schürrle der Spieler des Spiels, traf zum 2:0 und hatte entscheidenden Anteil am ersten Treffer. Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking hat mit seiner Einwechslung einmal mehr ein goldenes Händchen bewiesen. Deutschlands Trainer des Jahres setzt am kommenden Dienstag auch auf den Heimvorteil. Es ist für ManU, denke ich, kein einfaches Spiel. Nicht nur, weil sie hier auswärts anzutreten haben, sondern auch von der Konstellation her. Denn sie müssen eigentlich auf Sieg spielen. Gerade deshalb brauchen wir auch diese Unterstützung der Leute, dass sie wirklich bei jedem gewonnenen Zweikampf mitgehen. Ja, dass sie bei jeder gelungenen Aktion mitgehen. Ja, dass ManU United merkt, dass hier ein Hexenkessel entsteht. Der VfL genießt die Unterstützung einer ganzen Region. Der Verein ist aus einer Betriebsmannschaft des in Wolfsburg ansässigen Volkswagen-Konzerns hervorgegangen und heute eine 100-prozentige Tochter des Autobauers. Ohne Volkswagen würde es hier keinen Bundesliga-Fußball geben. In einer Stadt mit 120.000 Einwohnern. Durch diese Partnerschaft sind wir in der Lage, auf diesem Niveau auch Fußball zu spielen, auch Spieler eben in unseren Reihen zu haben, die diesen guten Fußball dann auch garantieren können. Die enge Partnerschaft mit Volkswagen hat in den letzten Jahren für nachhaltigen Erfolg bei den Wölfen gesorgt. In der letzten Saison gewann Wolfsburg den ersten DFB-Pokal seiner Vereinsgeschichte und vermieste damit Jürgen Klopp im Finale den Abschied von Borussia Dortmund. Louis van Gaal und seine Mannschaft sollten also gewarnt sein.